So, guten Abend alle zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Herzlich willkommen zurück bei Superschnellen Tagen in 7 Days to Die. Ich sehe, ihr seid schon ganz viele. Namt Grirand, Violino, MTD, Maxar, wer ist denn noch alles da? Ardana, hallo. Tom, hallo. Retrofreak, hi. So, ich habe schon gesehen, ihr habt euch alle 7 Days to Die gekauft. Kein Wunder, es war jetzt gerade im Angebot und ich würde sagen, es war eine gute Entscheidung. Danke, Nick. Prima, ihr könnt mich hören. Ich finde die Idee mit dem Community-Server wirklich toll. Ich weiß im Moment noch nicht, wann wir das machen wollen. Also ich würde sagen, auf gar keinen Fall mehr, bevor die Alpha 18 kommt. Und ich glaube, das wird jetzt noch so 4 Wochen dauern. Ich habe zwischendurch mal Urlaub und ich hoffe sehr. Namen Dreadox. Ich hoffe sehr, dass das kommt, wenn ich zu Hause im Urlaub bin und nicht, wenn ich länger weg bin. Das wäre ganz bitter. Red Ox, schön, dass du trotzdem vorbeigeschaut hast. Schaut euch mal an. Wir sind schon an Tag 77. Horntag. Und kein Schlafsack. Kein Dingensblock. Ja. Ich mach mal beides. Erst setze ich mal einen Landclaim-Bock und ich mache mir einen Schlafsack, wenn ich kann. Weil ich werde jetzt nicht mehr in meinen... Also ich sehe ihn ja auch wirklich nicht mehr. Ich gucke nochmal auf der Karte. Er müsste hier oben liegen. Da ist gar nichts. Und da es Hordentag ist, glaube ich, wäre schlau. Ich würde einen basteln. Das mache ich mal. So, Landclaim-Block habe ich schon. Bedroll. Das Gras wieder weg. Ich habe schon so ein bisschen Baumaterial und noch ein paar Spikes. 3 Stück genauer gesagt. In den Taschen. Ich glaube, ich werde nochmal Holz hacken heute. Und ansonsten meine ich mich zu erinnern, dass alles schon relativ weit war. Vio, zum Üben schon mal einen Server installieren. Also ich muss gestehen, ich habe... Ich habe ja mal bei CT so einen Artikel geschrieben über Linux GSM, den Linux Game Server Manager, mit dem man mehrere Instanzen eines... Achso, ich hätte auch einfach den hochheben können. Ah, dann nehmen wir den hoch und legen den anderen hin. So. Der kommt weg für später. So, jetzt habe ich zumindest einen Schlafsack. Dann noch den hier. Genau, ich habe schon mal einen... mit Linux GSM schon mal einen Server aufgesetzt. Ich sitze hier einfach drauf. Oh nein, ich habe ihn versehentlich daneben gesetzt. Egal. Und es ist 3:01 Uhr. Bestimmt sind Zombies gespawnt. Ich gehe mal vorsichtig gucken. Und lade erstmal meine Waffen. Genau, und mit diesem Linux Game Server Manager kann man verschiedene, relativ einfach verschiedene Instanzen eines... zum Beispiel 7-Day-Servers aufsetzen. Geht natürlich nur auf dem Linux-Server. Sieht aber okay aus. Ich sehe keine Zombies. Kann natürlich sein, dass die gleich mal einspawnen, sobald ich dann später runtergehe. Aber erstmal... was ist da hinten? Erstmal sieht das okay aus. Genau, und da könnte ich relativ einfach einfach noch eine zweite Instanz hochfahren. Das wäre nicht das Problem. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich habe keine Erfahrung mit einem Server, wo ganz, ganz viele Leute drauf sind. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele wir denn wären. Hallo Rudi! Schlafsack liegt. Ja, habe ich gerade gelegt. war natürlich alles weg. Na? Oh, mein Bike steht da noch unten. Ach ja. Ich habe doch nur 3 Spikes. Wieso macht ihr die kaputt? Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen auf meine Gesundheit und sowas gucken. Ich habe Iron Arrowheads und da hätte ich eigentlich gerne noch ein paar mehr. Beziehungsweise wüsste ich gern, habe ich denn auch Steel Arrows? Oder bin ich hier noch nicht so weit? Puh, sieht nicht so aus. Habe ich Shotgun Shells? Na gut, dann mache ich noch ein paar Iron Arrowheads. Gerne 100, wenn ich kann. Kann ich. Und dann würde ich sagen,
habe ich so ein bisschen alles. Ich habe ein First Aid Kit, ich habe ein Repair Kit. Ich könnte noch ein paar Spikes vertragen. Mehr Spikes geht immer. So. Vielleicht mal noch 15. Genau. Wer hat Sonnenbrand von euch? Retrofreak? Den Sonnenbrand des Jahrhunderts? Wir haben alle sehr viel Mitleid mit dir. Aber bestimmt war es ein schöner Nachmittag in der Sonne. So, gib mir meine... Ja, jetzt habe ich ja richtig viel. Vor allem habe ich gar keine... Ich habe zwei Federn. Was ist denn ein Problem? Ich sehe mich schon rumlaufen am Hordentag. Ne, da sind noch ein paar. Und Federn sammeln. Darauf wird es rauslaufen. So. Mehr geht nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier auch mal die letzten noch rausholen. Mach noch mal einen Satz Forged Iron. Denn damit könnte ich noch ein bisschen die Spikes aufwerten. Das wäre noch eine feine Sache. Nehme ich die Shotgun noch mit? Warum eigentlich nicht? Ich weiß ja nie, was heute passiert. So, einfach mal dabei haben ist gut. Wie sehe ich? Level 79 bin ich. Ich habe reichlich gegessen und gerade so okay getrunken. Und ich habe noch Steak and Potato Meal. Sehr schön. Sehr schön. Dann in den Schatten und 7 Days spielen. Ich finde das toll, dass ihr euch alle das Spiel gekauft habt. Wir müssen vielleicht wirklich mal, wir müssen ganz lang Urlaub machen und alle zusammen spielen. Das wäre schön. Rudi, so ein Urlaub, wo wir mit allen Leuten spielen. Wäre doch was. So. Mehr zu essen brauche ich eigentlich nicht. Ich habe keinen Splint, fällt mir auf. Ich habe genug Bandagen, aber ein Splint habe ich nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ja, könnte gerade so gehen. Braucht man dafür nicht auch noch irgend sowas Absurdes wie Mechanical Parts? Splint? Nee, nur Cloth. Das. Glaube ich. Dachte ich. Hat der doch noch irgendwo Cloth? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich Cloth. Mal sehen, ob das reicht. Aber hier war doch irgendwo noch welcher. Nee. Na gut, dann schauen wir. Reicht trotzdem. Perfekt. Die Hose wollte ich sowieso nicht tragen. Jetzt habe ich aber wirklich alles dabei. Hier ist natürlich jetzt nicht mehr viel passiert. Ein bisschen anmachen. Und dann geht's los. Hallo, Kommadieb. Oh nein, Rudi hat Urlaubsverbot. Das stimmt. Hallo, Punkt 7. Meine Kisten findet ihr chaotisch? Ja. Also, ich meine... Wieso ist mir jetzt so heiß? Hallo? Ach so, wegen der Forge. Beim nächsten Spiel muss ich mir ja irgendwas anderes ausdenken. Ich denke mal, ich spiele dann keine schnellen Tage mehr und dann, mach nicht. Lady, komm von den Spikes raus. So. Jetzt, was ist noch in meinem Bike? Ist da noch was drin? Ach ja. Reichlich sogar. Das will ich jetzt allerdings nicht alles mitnehmen. Ah, vielleicht tue ich es doch kurz rauf. Ich hatte schon Angst, ich würde in so einem Woodframe stecken bleiben. So, das brauche ich. Ist das meine? Ja. Den brauche ich schon. Die im Zweifel auch.
So viel Benzin eigentlich auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, genau, also das nächste Spiel wird sicherlich ein irgendwie anderes. Bei der Alpha 18 ist ja dann auch erstmal genug neu, denke ich. Und da habe ich dann mehr Zeit, all meine Kisten schön zu sortieren und vielleicht sogar zu beschriften. Oh shit, ich habe noch überhaupt keine Spikes aufgestellt. Oh, oh, oh. Dann muss ich mich doch ein bisschen ranhalten. So. Das sollte aber problemlos zu schaffen sein, denke ich. Das Schwierige wird wie immer sein, reinzukommen. Wenn die Spikes stehen. Und das andere Problem ist, dass sie die Spikes natürlich wegblasen in Sekundenschnelle. Die laufen da einmal durch und dann war es das. So. Ich brauche sehr viel mehr Holz. Okay. Habe ich denn da für einen Schotter hingestellt? Irgendwie auf jeden Fall. Falsche Art Block, aber das ignoriere ich jetzt mal. Oh oh. Muss ich mal kurz gucken, ob ich nicht, dass ich jetzt all mein Forged Iron verbrate und dann sowas wie meine Werkzeuge nicht reparieren kann. Das wäre echt bitter. Also passt das. Laufen noch ein paar Zombies rum, die muss ich dann auch noch wegmachen. Mir fehlt auch nur noch so ein ganz kleines bisschen Punkte für das nächste Level. Song, Level 80. Irgendwas war mit Level 80. Oh oh. Zack. Ist der Kopf. So, wie sieht's hier aus? Okay, die Seite ist auch noch spike-los. Das ist nicht so schön. Den von hier. Ja. So. Und jetzt brauche ich Holz. So. Dann, ich habe nur noch diese 100 Holz. Das reicht jetzt für nichts. Zwei. Immerhin. Halt, ich nehme den großen Wald. Wofür habe ich den gepflanzt? Na du? Genau. Das dürft ihr den Zombies nicht sagen. Na, hier versteckt sich doch einer im Gras. Oh. Na du? Oh, noch mehr? Kann die da ja nicht so stehen lassen. Die müssen erst weg. Und es ist tatsächlich, also ich meine, ja, es ist spät. Mittag mit 11 Uhr, aber noch nicht richtig. Und ich brauche nur noch Spikes, glaube ich, dachte ich. So. So, Retrofreak, in ein Baumhaus. Ja, wäre ein Versuch wert, aber wo kriegst du schnell ein Baumhaus her? Das müsste schon großes sein, damit man viel hin und her laufen kann. Heute fröhliches Hordenmorden mit Nerdgirl. Das sollte ich mir merken für Namen Lone Wolf. Für den Upload bei YouTube. Wer irgendwelche früheren Folgen verpasst hat, außer, ich glaube, MTD hat es gesehen letztes Mal. Irgendwo fehlen zwei Tage. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe die ersten 9 Folgen oder sogar schon 10 schon hochgeladen bei YouTube. Der Channel ist unten verlinkt. Und alle anderen kommen dann natürlich auch. Also wenn ihr mal was verpasst und es ist bei Twitch schon verschwunden, ist das nicht schlimm. Dann könnt ihr das bei YouTube nachgucken. Aber ansonsten ist natürlich live viel schöner. Deswegen hoffe ich, dass ihr immer wieder kommt. So, jetzt mache ich gleich noch ein paar Spikes. Denn die Zeit schreitet voran. Und ich muss ja schließlich auch noch mal einen Wald pflanzen gleich. Na du.
Level 80, der Truck, das könnte sein. Und ich habe ja schon das Chassis. Das habe ich ja gefunden. Ich müsste mal gucken, was ich sonst noch brauche. Vermutlich jede Menge Punkte in... wie heißt der Perk? Na, jetzt will ich's wissen. Grease Monkey. Ja. Da muss noch ein bisschen was rein. Aber wenn ich heute genug Zombies erwische, dann kann ich vielleicht ein bisschen was reinstecken. Und dann können wir einen riesengroßen Truck bauen und den Kofferraum vollladen. Und alles mitnehmen. Und dann würde ich ja auch nach der Horde wieder nach Hause fahren, wo der Schlafsack weg war. Das heißt, das Haus ist wie immer voller Zombies. Ihr kennt das ja. Oh, Truck ist Level 85. Naja. Kann ja schon mal sparen. Ganze Gerümpel und so. Die Punkte da rein. Oh. Denn Intellekt ist, glaube ich, bei dem Level schon ganz schön teuer. Da muss was rein. Genau. Jetzt ob der Stream, ob das alles in Ordnung ist. Sieht gut aus. 1000. Ein oder zwei gehen noch. Jetzt ist dann nämlich auch schon 13:30. So ein bisschen noch an den Spikes rumfummeln. Noch ein bisschen Stacheldraht. Rudi, gibt der Looter Queen keinen Truck, sagt der Looter König. Wo wir gerade so schön beisammen sind, mache ich mal einen kleinen Werbeblock und erzähle euch, was morgen Abend stattfindet. Da ist nämlich im CT-Zock-Channel, der ist unten verlinkt, Retro-Abend. Und ich weiß nicht, ob ihr die letzte Session gesehen habt. Da hat Mirko Zack McCracken and the Alien Mindbenders gespielt. Aber diesmal ist es The Secret of Monkey Island, die allererste Folge von Monkey Island. Und Mirko ist dabei, Rudi ist natürlich dabei und Achim spielt mit. Und das wird bestimmt sehr lustig. Das geht los um 18 Uhr im CT-Zock-Channel hier bei Twitch. Schaut doch mal vorbei. Ich bin in der Technik. Also mit mir könnt ihr chatten. Und ich kriege, glaube ich, auch ein Mikro. Nicht wahr, Rudi? Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Ach Gott, 26 von diesen Dingern habe ich jetzt. Wo soll ich die denn hinsetzen? So viel Wald braucht kein Mensch. Vor allem sehe ich dann auch bald keine Zombies mehr. Vielleicht schmeiße ich einfach ein paar weg. Man kann die hier nicht verkaufen, nehme ich mal an. Sonst wäre es eine endlose Einnahmequelle. Ach ja, wo ist noch Platz? Hier ist noch Platz. Hier ist noch Platz. Auch noch mal einer. Ach, immer noch 11. Ist das so ein Klo? So. Und jetzt muss ich natürlich noch Spikes machen, sonst hilft das alles nichts. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe 48. Vielleicht reicht das auch erstmal. Und muss ich mal überlegen, wie die Sachen heißen. Okay, meine Eisenvorräte sind richtig runter. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. So, hier. Ja, ne? Da könnte hier so ein ganzes Spike mehr hinstellen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich einfach bei dem Versuch, in den Turm einzusteigen, dann sterben würde. So wie ich mich kenne. Ach so, jetzt kann ich aufwerten. Ganz vorsichtig zurückgehen, ihr kennt das. Da müsste jetzt eigentlich noch so... kann ich jetzt leider nur noch einen machen. Ein bisschen schade. Naja, ich stelle da einfach nochmal Spikes drauf. Auf den Platz.
Und auch zu. Eigentlich ist es eh egal. Ich glaube eh, die sind ruckartig dadurch. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hau mal drauf. Dann weiß ich mehr. Da habe ich, glaube ich, irgendwie... Und da drüben ist auch so ein Block. Was ist denn hier passiert? Das habe ich doch nicht gesetzt letztes Mal. Hä? Sehr merkwürdig. Also ich habe doch hier zum Beispiel keinen Block hingesetzt. Vor allem keinen, der 2500 hat. Damit die Zombies da draufsteigen können. Und dann liegt da noch so eine Klappe. Wo kommt die denn her? Hä? Hier ist irgendwas Merkwürdiges vor sich gegangen. Aber gut. Und war ich nicht gerade schon ein bisschen weiter unten? Nicht nachlassen. Sehr gut. Der ist komisch, der Block. Bin auch gespannt, was jetzt gleich verschwindet, wenn der weg ist, weil ich habe den Eindruck, irgendwas ist da faul. Und das, was am Boden liegt, sieht aus wie, weiß ich nicht, so eine Badewanne oder ein Stück Waschbecken? Ja, genau. Ich glaube, wir haben hier einen Grafikfehler. Also, weil... kann hier durchlaufen. Okay, was habe ich dann gerade weggeklappt? Aber ich kann natürlich keinen Spike hinstellen. Das ist natürlich hier. Wie das funktioniert. Ich bin jetzt nicht sicher, ob da ein Spike steht. Ich glaube nicht. Das ist very weird. Aber vielleicht sagt uns das auch einfach, dass der Turm nicht auf ewig. Au! Ja, hier ist natürlich ein Spike. Vergaß. Ich werde den. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich werde den auf. Nee. So, und wo? Ah, hier sehe ich. Stacheldraht, aber ich kann ihn nicht aufwerten. Das ist sehr schade. Oh oh, 18.42 Uhr. Moment mal. Ich habe das Gefühl, der Spiegel kaputt. Habt ihr aufgepasst? Ist die Zeit wirklich so schnell verflogen? Habe ich es verpennt? Ach. Dann stelle ich jetzt mal ganz, ganz schnell. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Au. Aber irgendwas ist komisch. Hatte ich nicht noch gerade ganz viele? Ich mache nochmal 40. Hallo, Sapir. Ja, die Zeit fliegt. Das ist echt der Hammer. Also, ich bin es ja gewöhnt eigentlich, aber trotzdem immer wieder erstaunt. So, ich hätte gern so zumindest einmal rundherum und hier ist noch gar nichts. Also fast nichts. Achso. Eine Runde heilen, bitte. Okay, das ist auch alles weg. Das heißt, jetzt kann ich auch nichts mehr aufwerten. Jetzt kann ich nur noch spiken. Das mache ich. Am besten hier noch so die Reihe voll, wenn das geht. 20 Uhr. Hört aber sehr schnell vor. Ich
genügend Woodframes, sonst habe ich gleich ein Mega-Problem. Ja. Das wird bestimmt sehr lustig. So. Was ist mit all den schönen... Wenn die hier waren, sind die alle weg? Ein paar davon, glaube ich. Oh, oh, 2034. So, damit ihr auch was seht. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich in den Turm komme. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass in dem Turm nichts ist. Sonst wird das ein kurzes Event. Ich habe ein Splint dabei. So. Tada. Hier noch ein bisschen Licht. Leider nicht dran. Auch noch mal ein bisschen. Und jetzt dran. Das sollte eigentlich... Das sollte reichen, dass ihr sehen könnt, was die Zombies so machen. Gras werfe ich mal weg. So, was ist hier mit der Leiter? Das sollte auch passen. Da, jetzt einmal nach oben. Ich weiß ja nie, was hier für merkwürdige Dinge geschehen. Ja. Ja, die Tür, die ist auch weg. Spiel hat gerade irgendwelche Macken. Naja, solange ich durchgehen kann. Oh nein. So, ich glaube, sie ist zu. Und hier sind überall diese komischen Blöcke, die ich garantiert nicht gesetzt habe. Also es ist wirklich merkwürdig. Oh je, und da kommt schon der erste Leuchtende. Na, na, na. Ich gehe mal noch ins Tiefer. So. Für die Radiated spare ich mir nicht an Munition. Der rennt mir nämlich nur so durch. Und macht ohne Ende Schaden. Meine Hilfe. Ah, sie sind schon einmal durch die Spikes. Ich fasse es nicht. Oh, naja, dann kann ich mir die Mühe hier auch sparen. Und sieh zu, dass ich so noch Punkte mache, ohne meine ganze Munition zu verbraten, weil die brauche ich im nächsten POI wahrscheinlich dringender. So, erster Hund down. Zweiter Hund ist auch down. Will ich noch einen Zombie haben? Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn mich hier dieses POI im Stich lässt, das könnte sich nachteilig, das Nachteilige herausstellen. Uah. So. Aber ich meine, es ist Tag 77, das ist ja schon ganz ordentlich. Und eine Schnapszahl dazu. Ach, er hat auch den Block entdeckt. Aber er kann scheinbar auch nicht draufsteigen. Das ist gut. Sylvie? Ah je. Aber noch hält es sich zumindest... Ah, ich wollte gerade sagen, was die Radiated dann wie den Grenzen. Und schon ist da. So. Du für einer, du bist ein Mo. Da passen ganz schön Kugeln rein. Wow. Boah, endlich. Wie viele Kugeln habe ich denn überhaupt? Weil da komme ich ja nicht weit. Ich probiere es mal mit dem Bogen.
Ach, ihr seid so schnell. Und ich habe das Gefühl, diesmal reißt ihr mit dem Turm unter mir dann ab. Ach, den Radiated habe ich noch nicht getroffen. Und da kommt schon der nächste. Das ist mit Pfeilen vielleicht auch einfach schwierig. Aber ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Das geht bestimmt. Na los, stirb. Und ich habe das Gefühl, diesmal sind sie ein bisschen erfolgreicher als das letzte Mal. Sie haben sofort diese Spikes weggemacht. Hatte nicht genug Barbed Wire dran. Bewegt sich zu sehr. Zu viel. Du bist einmal umgefallen. Kann es doch gehen. Oh nein! Okay, also mit dem Pfeilen so einen Radiate-Platz zu machen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Endlich! Das hat ewig gedauert. Ach je. Was mache ich denn nur? Guck mal, was so der Rest kann. Alles blöd mit dem Block. Nochmal einen erwischt. Oh, hier ist nochmal gut was los. Aber das scheint besser zu gehen. Yay, nochmal 900. Wow. Bei so kurzen Nächten ist der Turm sicher, ja. Hm. Okay, hier ist auch schon einiges weg. Ich würde ja gerne noch ein paar Zombies machen, wegmachen. Wegen der Punkte. Hier steht noch ein so ein aufrechter Stacheldraht. Und der ist jetzt auch weg. Ich weiß, ich sollte die Radiated wegmachen. Die wahrscheinlich gerade den Turm einreißen. Aber ich will die Punkte. Und die Hunde weg. Wenn ich runterfalle, sind das auch keine schönen Gegner. Zack. Und nicht nachlassen, wenn man mal einen erwischt hat. So, wo sind die anderen? Radiated, die sind reingekommen, glaube ich. Das könnte ja noch lustig werden. Ne? Das ist schon fast drei. Bin ich dann auch einfach... Mit dem hätte ich schon tot, glaube ich. Hier ist noch. Bevor ich im Turm gucke, mache ich erstmal die hier. Weil zumindest ist es leise im Turm. Also. So, nochmal einen. Der Hund geht noch. Ja. Also der Stacheldraht ist wirklich super. Vielleicht stelle ich auch einfach 15 Reihen Stacheldraht auf das nächste Mal. Und muss dann einfach nur schnell genug schießen. Oh! Ein Loot-Rucksack. Ah, da hinten leuchtet schon wieder. Das war es noch bei weitem nicht. Oh. Den habe ich ja gefressen. Wow! Der ist gerade echt weit gesprungen. Und das war es aber scheinbar. Good morning!
Okay, noch kein Ende der Horde in Sicht und trotzdem ist schon morgens. Das ist wahrscheinlich... Ah, da hinten kommt noch so ein nerviger Spider. Und zack, sind sie langsam. So, jetzt würde mich ja schon interessieren, wo sind sie alle hin? Holt euch die restlichen Spikes. Mein Turm ist weg. Fällt mir ein. Das ist ja eigentlich jedes Mal so. Aber ich muss sagen, dieser Turm hat sich echt bewährt. Der hat ein super solides Fundament. Er hat leichte bauliche Unregelmäßigkeiten in letzter Zeit. Hier zum Beispiel. Die Textur sieht ganz anders aus, als sie eigentlich sollte. Als sie letzte Woche noch aussah, aber gut. Aber gut. So, wo ist jetzt hier? Erstmal looten. Und dann nehme ich diese Kerle hier mit. Und was noch so am Fallen übrig ist. Drei Pfeile waren da drin. Wenn ich mal kurz in den Chat gucken, ich bin nämlich etwas hinten dran. Hinten bei so kurzen Lichtniste. Sicher, ja. Die Zombies. Oh ja, das mit den Schreierinnen, ja. Rudi. Oh, jetzt habe ich hier schon wieder so ein Ding. Was das wohl so ist. Ist nix. Ist ein optischer Fehler. Kann man durchlaufen. Sehr merkwürdig. Dieses Spiel hat gewisse Ausfallerscheinungen, sehe ich gerade. Wirklich, wirklich. Hier, die ganze Seite sieht anders aus. Und ich habe da definitiv nichts dran gemacht. Was auch sehr komisch ist, die Wand sieht völlig unberührt aus. Irgendwas sagt mir, dass das nicht stimmt. Oh doch. Und warum hier ein Waschbecken liegt, ist vollkommen unklar. Das ist echt voll der Gruselturm geworden. Na, weiß ja nicht. Also es könnte sein, dass Zombies drin sind. Ich glaube aber nicht. Irgendwie sind die alle verschwunden. Diesem merkwürdigen Zorn. Oh, mit seinen baulichen Unregelmäßigkeiten. Richard! Ja, ich denke mal, 6.42 Uhr. Ich werde da jetzt nicht groß was dran machen, weil ich gar nicht weiß, ob sich das lohnt. Wenn der noch ein paar Mal so Ausfälle hat, dann ist das eher nicht so super. Ein Rätselcube. Das könnte natürlich sein. Ja, die CPU will auf jeden Fall ersetzt werden und sie will ein neues Mainboard und überhaupt. Aber irgendwie gibt es immer noch keins, wo es sicher ist, dass es auch funktioniert. Und wir wollen doch hier streamen und nicht... ich kann natürlich dann abends auch so ein bisschen streamen vom Laptop und mache nebenzu Linux Troubleshooting. Also wenn ihr da Lust drauf habt, klar. Oder ich mache einen Livestream, so baue ich meinen Ryzen ein. Vielleicht mache ich das wirklich und lasse es aber die Kollegen in der Hardware machen. Und genau, das wird bestimmt super. Kaputter RAM? Mach mich nicht irre. Ich glaube, der RAM ist das Einzige, was noch in Ordnung ist. Außerdem habe ich Montag gespielt, da gab es sowas gar nicht. Ja, der Ryzen Patch ist raus, aber ich habe echt keine Lust, mir ein Mainboard zu kaufen und dann erstmal anzufangen mit Patchen. Das muss nicht sein. Ich nehme mal diese schicken Sachen mit, was auch immer ich damit mache, weiß ich noch nicht.
Muffled Connector Schematic. Hier, yeah, Science Tier 2 habe ich zwar noch lange nicht. Was könnte ich denn noch mitnehmen? Ich glaube, die 5 Barbed Wire, die können mal hier bleiben. Das ist, glaube ich, die Baukiste. So. 6-mal Sand auch, das brauche ich nicht. Mein Hooded Sweatshirt, was habe ich denn sonst noch an? Das. Halt. Hier Spikes ziehe ich auch nicht mit um. Ja, 12 Blöcke schon eher. So. Dann hier die blöden Pfeile, die ich nicht brauche. Cutting Flash. Splint, den lasse ich glaube ich auch mal hier. So. Noch ein Leder. Motorrad brauche ich natürlich selbstverständlich ganz dringend. Watches nicht zwingend. Und den hier, der kann auch verkauft werden. Komm. Falls ich nochmal vorbeikomme, um Sachen zum Verkauf abzuholen, kann er damit rein. So, ich habe die Shotgun dabei. Ich habe einen 2er Compound Bow. Wieso das denn, wo ich doch hier einen 3er habe? Sehr merkwürdig. Hier Bullet Casings will ich auf jeden Fall. Den da repariere ich mal. Dann hole ich die hässliche braune Farbe hier raus und stecke sie in den wunderschönen 3er Bogen. So. Das ist der hier. Der kann dann da bleiben. Ja, Scope vierfach. Passt denn irgendwas davon auf meine Pistole drauf? Oder habe ich da schon einen Scope? Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, keins von beiden, genau. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Und was ist mit der hier? Da passt das drauf. Ja, das mir lieber als Farbe. Und was ist mit der Stange? Da passt auch nur die Farbe drauf. Gut. Ja, also ich bin Troubleshooting gewohnt. Vor allem, es gibt im Moment tatsächlich ein Problem mit der Unity Engine. Ich habe so ein komisches Problem mit der Maus. Dafür sorgt, dass ich zum Beispiel im Moment nicht Subnautica spielen kann oder jedenfalls nicht länger als 5 Minuten, weil dann dreht sich alles im Kreis. Das ist echt nicht so schön. Habe ich schon wieder Zombies? Okay, vielleicht nehme ich noch irgendwas von diesem Essen hier mit. Einen großen Stack. Ein Futter? Nee, ist ein Futter eigentlich. Hier. 8 von dem und 12 von dem. Das ist doch gut. Kochtopf brauche ich eher nicht. Aloe Cream hätte ich gern. Oh, und jetzt kommen hier die. Hier nehme ich vielleicht noch eins mit. Eieiei. Leute, was macht ihr da unten? Sterben offensichtlich. Weil. Nee. Okay. Dann gehe ich doch gucken. Naja, prompt war das die letzte. Wusste ich gleich, dass sich das nicht lohnt. Aber ich könnte schon mal hier das Motorrad nach draußen stellen. Und. Oh, hey! So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte hier da sind noch mehr. Halt, halt, halt. Ach nee, echt? So ist's. Ja, das ist die Morgenhorde. So, du noch? Und nochmal ein Level, sehr schön. Da kann ich doch nachher gleich nochmal in meine Punkte gucken. Was drin?
123, die kann ich doch glatt verscherbeln. Aber ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen Kram hier reinwerfen. Scope. Will ich das wertvolle Chassis da wirklich reintun? Ehrlich gesagt, nö. Behalte ich mal schön einen Holzpfeil. Beim Pfeil. Auch nicht. So. Die Shotgun. Kann ich auch später noch reparieren? So. Diesmal nehme ich wirklich ziemlich viel mit. Also wer weiß, wenn der Turm jetzt tatsächlich kaputt ist. Das ist ja doch ein altes Stück der Map. Dann ist es vielleicht besser, da nicht länger drauf zu bestehen. Habe ich hier noch Sand? Auch mit? So, ich hatte hier eine Klamottenkiste, fällt mir ein. Da habe ich unten was. 42 Reaper Frames. Voll gut. Nehme ich unbedingt mit. Hier schon in der Tasche habe. Das lasse ich. Ich glaube, das lohnt sich nicht, das mitzunehmen. Und eine so gut gefüllte Essenskiste ist natürlich irgendwie auch schade. Nehme ich da noch ein bisschen was mit. Dann ist immer noch was da, falls ich hier mal übernachten muss. Steroide Rotting Flash. Vielleicht kann ich das bald mal kochen. Ist das der? Na damit. Steroide. Nee, kann hier bleiben. Brauche ich nicht. Da habe ich rein. Oh, da bin ich. Hier habe ich über alle Kisten verteilt. Scrap Polymers werde ich wahrscheinlich brauchen mal. Die Nägern. Kabel. Einmal Wire Tool. Vielleicht nochmal eine alte Wrench für irgendwas. Leder brauche ich nicht. Das habe ich, glaube ich, genug. Die Chili-Dosen. Ich glaube, die Chili-Dosen habe ich tatsächlich eingepackt. Also ein bisschen was kann ruhig hier bleiben. Hidden Strike, Cardio. Egal. Muss ja nicht alles mitnehmen. Spikes. Der auch noch mit. Den Schlafsack werde ich gleich wieder brauchen. Switch. Ob habe ich Schematic mehr. Farbe. Paintbrush. Oil Shale brauche ich erstmal auch nicht. Ich denke, das war's. Hier habe ich ganz viele. Immer dieses, den ganzen Krempel über, weiß ich nicht, wie viele Kisten verteilt. Ihr habt euch aber die Unordnung beschwert. Dann muss das vielleicht im anderen Zuhause irgendwie besser werden. Oh. Und ich sollte mich auch ranhalten, weil in meinem eigentlichen Zuhause werden Zombies auf mich warten, weil natürlich der Schlafsack weg war. Und es ist ja eine ganze Ecke, also es wird bestimmt 4 oder 5 sein, bis ich da bin. Dabei gäbe es hier noch so viel, es gäbe noch ein Maisfeld abzuernten. Hier lauter Gebäude, die ich alle noch nicht gesehen habe. Und ich glaube sogar, dass alles schon wieder nachgewachsen in den Gebäuden, in denen ich schon war. Ich habe keine Chance, an so kurzen Tagen irgendwie viel zu looten und leer zu machen. Aber erstmal nach Hause. Der Wald sieht wie meine Monokultur aus. Ja, ich hatte nur die Samen. In der Postapokalypse muss man nehmen, was man kriegen kann. Muss ich natürlich so ein bisschen hier mal Daumen fahren, weil mein Haus ja nicht markiert ist, nicht mehr. Aber ganz grob ist es am Händler vorbei und dann ins Grüne. Genau. Und das Sportstadion ist auch noch da. Da war ich auch noch nicht drin. Aber eins nach dem anderen und am Ende wollt ihr sowieso wieder nur den Friedhof sehen.
Immer dasselbe. Dass euch das nicht langweilig wird. Genau, hinterm Händler links. Stimmt. Oh, yes. Ja. So. Ja, die Horde war schnell vorbei. Okay. Jetzt bin ich irgendwie... Bin ich noch richtig? Dann habe ich die Straße verpasst. Achso. Ja. So. Und ich glaube, jetzt irgendwann rechts ab auf die große Straße. In der Höhle, die ich da vorne markiert habe, da waren wir ja schon. Die war ganz witzig, auch wenn auch wesentlich kleiner, als ich eigentlich dachte. Oh je, Ölks. Ex, ich habe gehört, du hast dir auch 7 Days gekauft. So, gleich da. Glaube ich. Da hinten habe ich zumindest so ein Festungssymbol. Ich glaube... Ach. Geh, du armer Kerl. So. Ja, 17 Uhr ist es schon. Es geht tatsächlich so schnell wie erwartet. Da ist noch ein Militärcamp. Und das ist einfach in deiner Steam-Bibliothek aufgetaucht. Ja, Mensch. Da müssen wir vielleicht auch alle mal zusammenspielen. Hilft ja nichts. So. Aber Öx, du spielst doch auch unter Linux. Oder nicht? Nee, der lebt noch? Weil dann könnte Öx ja... Alle Linux-Gamer können ja auf dem Holase-Server miteinander spielen. Ich sag mal, Violino hat da schon was vorbereitet. Falsch. Eingang ist ja hinten. So. Oder fällt mir ein, ich wollte einmal rund um Spikes aufstellen. Da bin ich natürlich auch noch weit davon entfernt. Wahrscheinlich sind das schon wieder die Nachbarn, die sich immer noch ärgern, dass ich das Blumenbeet weggebuddelt habe. Oder so. Oh nee, jetzt kloppen sie sich von innen raus. Ach. Ist ja eh. So, lass mal sehen, was ist hier alles los? Schon wieder im Bad, glaube ich. Oh, damn it. Oh shit, natürlich in dem Moment nachladen. Ich lern's wirklich nicht. Ach. Ja, auf der Etage hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich habe ja hier auch noch einen Hund. Ganz vergessen. Den lege ich schon mal ab, damit. Ja, ich kann mich jetzt natürlich nicht konzentrieren. Okay. So, mal gucken, was hier noch so los ist. Wo kloppt der hier oben? Ah, unten sind die. In dem, was von der Küche noch übrig ist. Okay. Oh, ein Radiated mit der Keule. Das ist bestimmt eine super Idee. Wow. Und zack, es geht. Wow, es geht tatsächlich. Solange sie alle den Kopf verlieren, ist das zu machen. Aber wenn das nicht, dann dauert es einfach zu lang. 19:30 Uhr, auch das noch. So, das war mal die Küche.
Hier ist alles soweit okay. Meistens liegt noch einer im Bad. Nee, die sind draußen. Gut. Innenreparaturen kann ich später machen. Jetzt muss ich erstmal die Taschen leer kriegen und das Motorrad ausräumen. So. Einmal Sand, Brass. Kommen wir hier hin. Stahl auch mal. So. Überframes. Dann habe ich hier Paintbrush und Farbe. Da ist ein Haufen Zeug für die Essenskiste. Boah, habe ich viel zu essen. Und die kommen hier hin. Weg. Das muss noch weg. Was ist denn hier drin? Hier ist so. Ah, oh, jetzt macht alles kaputt. Nach. Machen wir hier den. Ich glaube, ich muss dann nochmal umsortieren, aber ich will nicht dann den ganzen Kram hier noch in der Tasche haben. So. Ich habe natürlich auch nicht geguckt, ob auf dem Dach noch was los ist. Das sollte ich vielleicht nochmal kurz tun. Also mein Garten wächst ganz wunderbar und Zombies scheint es hier keine zu geben. Alles gut. Die hat sich schon selber erledigt. Nein, meine Spikes! Was sind meine Spikes im Rollen? Es hat noch nicht mal Punkte dafür gegeben. Das ist ja bitter. So. Na? Nein, ich habe kein Eisen. Habe ich genug Platz für alles? Ja. Dann kann ich das Motorrad hier auch mitnehmen. Jetzt wäre es natürlich schön, irgendwie noch Spikes zu machen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, hat gerade so gereicht für den Umzug, sage ich mal. Auch noch Kram dann. Und ne, wow, was ist denn das für eine Shotgun? Die nehme ich auch mal mit. Und ich glaube, es wird Zeit, tatsächlich mal zu gucken, was mir noch fehlt, damit ich endlich Munition machen kann, weil ich brauche doch jetzt relativ viel. Bald, würde ich schätzen. Es dauert halt einfach zu lang, sie alle mit der Keule platt zu machen. So. Also, hier habe ich eigentlich Zutaten für Munition. Es fehlt an Bullet Tips und die kann ich aber noch nicht machen. Pack ich mal die Munition aus. Hier. Das will ich behalten. So, was kommt hier rein? Das ist die Essens- und Gesundheitskiste. Wow, 16. Bin auf Chili, sehr schön. Das ist auch Gesundheit. So, diese Shotgun kommt weg. Dann nehme ich nur noch die Farbe raus. Und stattdessen ist das hier die Shotgun der Wahl. Ne, 6er. So, dann. Hier die Cobblestone Rocks hin. Cobblestone Blöcke. Brass habe ich eigentlich auch schon genug. Sehr schön. Ah, ich glaube, das sind schon drei Sachen, die ich für den Truck bräuchte. Scope hat auch nichts verloren. Die Generator Bank kann hier auch noch mit rein. Ich glaube, Werkzeuge habe ich woanders. Und diese zwei Sachen eigentlich auch.
So, Electric Wire Relay kann auch dazu. Und der Beton natürlich. So, Fackeln für später. Kann eigentlich verkauft werden. Achso, da muss ich mal gucken, ob da noch Munition drin ist. Und dann kommt die hier zum Verkaufskram. Da ist gerade nicht viel. Habe ich natürlich auch nicht viel mitgenommen. So, das. Hier sind die Schematics und hier sind die Modifiers. Und ich glaube, die Werkzeuge, genau, die sind nämlich hier noch mit drin. Die Shotgun. Mit der Munition natürlich lasse ich auch erstmal hier. Weil mein Zeug ein bisschen auf einem guten Stand ist hier. Pickaxe brauche ich. Motorrad, hier habe ich schon wieder ein so ein Ding dabei. So, die kommt ganz hier rauf. Okay, halt, hier ist noch was. Wusste ich's doch. Gas Barrel. Das ist hier so. Genau. So. Wie war das? Na, na, na. Also, das heißt, ich kann die hier zumindest mal so streichen. Habe ich noch? Materials. Supply. Das sind zu wenig unterschiedliche Storage Building. Das ist zumindest die hier. Und hier ist drin Waffen. So, also die in der Mitte ist jetzt noch, aber da müsste ich... Warte mal. Ach, R muss ich drücken, nicht E. Ich drücke immer die falsche. Kann ich ein Bücherregal malen? Nee. Warum nicht? Hier cooler. Pillcase. Aber ich kann kein Bücherregal mehr machen. Ärgerlich. Das fehlt eindeutig. Das fehlt. Dann bleibt die einfach so. So. Das ist doch schon mal besser, oder? Jetzt findet ihr euch auch ein bisschen besser zurecht, hoffe ich. Und ist nicht mehr ganz so mies wie vorher. So. Jetzt muss ich auch mal was trinken. So, keine Farbe. Schutzstein. Ja, die Maltexturen sind unvollständig. Also vor allem das mit dem Bücherregal. Ich kann mich erinnern, in der letzten Version habe ich... da waren wir dann irgendwann im Multiplayer so weit, dass wir uns wirklich so richtige Wohnungen eingerichtet haben und die dann so bemalt haben. Und da habe ich mir irgendwann sogar ein Sofa hingestellt und eine Bücherwand dahinter gemacht und so. Das war echt schön. Das sah echt gut aus. Ich vermute, ich muss langsam mal wieder was essen. Und ich muss insgesamt einfach mal gucken hier. Wasser bin ich immer ein bisschen weiter runter als mit Essen. Fällt mir jetzt auch besser, die Box. So. Und
Jetzt gucke ich mal in meine Punkte. Ich habe nur 2. Das ist bei auf diesem Level nicht mehr viel. Bis zum Truck bräuchte ich Level 85, Intellekt 9. Ich bin erst bei 7. Ich kann noch nicht mal einen Punkt dazu kaufen. Also gucke ich mal. Ich habe zum Beispiel auch immer noch nicht alles in Packmule. Das hätte ich gern. Hier Stamina. Klingt auch gut. Und zack, sind sie weg. Aber die zwei habe ich noch nie ausgemaxt gehabt. Also das ist tatsächlich ein Novum. Kurzer Blick auf die Uhr. Dass ich nicht so völlig... Man kann Stühle benutzen. Ja, Ölx, genau. Linuxer sind Problemlöser. Also wenn ihr mit uns spielt, müsst ihr PvE spielen. Wir sind so dermaßen auf Koop fixiert. Ich habe hier... Sehr gut, ich habe hier Forged Iron. Was ich ganz vergessen habe, jetzt habe ich natürlich erst meine Punkte vergeben und dann gucke ich, was fehlt mir eigentlich noch, um Munition zu machen. Eigentlich hier gar nichts. Punktemäßig habe ich alles. Ich bräuchte, glaube ich, das Tool and Die Set, wenn mich nicht alles täuscht. Weil das, was mir fehlt, sind Bullet Tips. Und Bullet Tips kann ich machen, aber nicht ohne Tool and Die Set. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, ich lasse die. Dann würde ich sagen, mal auf die Map. Ich habe hier ziemlich viel aufgedeckt die letzten Male und ich bin auch insgesamt so munitionsmäßig gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Allerdings, wenn ich auch nur in ein paar von diesen POIs reingehe, ich mache mal meinen Garten noch, dann sind die paar Dinger gleich weg. Mir relativ sicher. Kaffee! Oh nein, jetzt habe ich es versehentlich. Das ist echt sehr ungenau. Das Gute ist, man kriegt auf jeden Fall einen Samen zurück und kann es gleich wieder anpflanzen. Deswegen nehme ich das in Funpimps nicht übel. Nicht übel. Sonst wäre ich hier, ich habe doch eindeutig hier drauf. Hilft nichts. Nicht aufregen. So. Okay, heute habe ich irgendwie... Was ist das? So. Also. Ganz ordentlich zielen. Versuch's mal von außen. Geht das vielleicht ein bisschen besser? Hier fehlt ein Samen, sehe ich. Und Yucca. Ich habe da auch schon ein bisschen Perks reingesteckt. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall 2 Früchte, sage ich mal, pro Pflanze raus. Da geht noch mehr, aber das sollte eigentlich erstmal reichen. Ich darf nur nicht vergessen, regelmäßig zu ernten dann. Da bestimmt einiges zusammen. Blaubeeren! Das ist wie im echten Leben. Es ist Blaubeerzeit, Leute. Ich finde das fantastisch, weil ich liebe Blaubeeren. Mehr Schwammerl. Ja, Tee ist garstig beim Ernten. Stimmt. Ich pack das jetzt mal hier rein. Kann ich mal noch einen Samen machen? Da ist noch ein Plätzchen frei. Und ich glaube, 4 geben genau. Nur mit Clay Soil habe ich aber auch. So. So, halt. Ich habe ja noch Kaffee, Goldenrod. Und dann kann das da erstmal sich sammeln. Jetzt ist es 7 Uhr, es ist hell genug, das Wetter ist schön, das will was heißen. Zeit, sich was Schönes für den Tag auszusuchen. Geh mal zu Fuß los.
Ich brauche Eisen. Ich könnte jetzt noch ein paar Spikes machen, aber ich will jetzt eigentlich erst losziehen. Mir fällt ein, ich bin nie ganz durch das Haus der Nachbarn durchgegangen, aber es ist eigentlich auch nicht so ein spannendes Haus. Ich bin relativ weit gekommen. Das mache ich nicht nochmal. Die Kirche ist eher ein kleines POI. Was vielleicht ganz gut wäre, wäre eins von den Militärcamps, weil da könnte man Munition finden. Und je eher ich die raide, desto eher wächst das Loot danach. Und dabei sammle ich Zombies, weil ich brauche Punkte. Punkte. Ah, die Favales Academy könnte ich auch machen. Muss ich kurz gucken, wo. Hier scheint ein Militärcamp zu sein. Also einfach geradeaus weiter. Und vielleicht finde ich ein paar Federn unterwegs. Deswegen fahre ich jetzt mal nicht mit dem Motorrad. Weil die brauche ich für. Und Eier brauche ich natürlich auch. Genau. Im Bunker. Nee, Grirand, ich glaube, es gab tatsächlich kein Tool and. Wie heißen die? Working Stiff Tools. Was ich auch noch gar nicht gefunden habe, sind Bullet Tips. Bunker? Bunker. Ich glaube, in dem Neben. Ah, der nebenan. Ja, ich. Weil mit dem hier war ich da schon drin. Das ist wieder so eine Garage, wo man ist nicht viel. Wo dann irgendwie 27 Ferris, Radiated Ferris drin sind. Hier ist das Militärcamp. Auf das es jede Menge Munition gibt. Und weil es da Hunde gibt, lade ich mal meine Waffen. Ja, kommt. Alles nicht geladen. So. Habe ich schon wieder einen von diesen? Nee. Ich habe Stahlpfeile auch noch dabei. Ich nehme erstmal die Eisenpfeile. Komm, du darfst auch noch schnell. Ah, sind die da von drüben aufgewacht? Das ist wieder so ein klassischer Tag. Ah, wir wollten eigentlich das und das machen. Und dann passierte Folgendes. Echt jetzt? Irgendwie schaffst du es noch nicht mal, diese Wand einzuschlagen. Ich gehe jetzt da drüben rein, noch ist es früh. Vielleicht gucke ich mal vorsichtig. Habe ich hier verdächtig ruhig? Nan, nan. Hier schon mal? Nicht? Ja, ich höre euch. Eisen. Oh nein. Und ich sage noch, es gibt hier Hunde. Oh nein, der rennt auch. Nein! Ja. Oh, fuck. Die halten so viel aus. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Upsi. Du bist doch ein ganz normaler, oder? Einer von denen. Rückzug. Nur nicht in die Ecke treiben lassen. Autsch! Autsch! Von allen Seiten! Nein! Und scheiß Cowboy! Ah. Doch erst den Parkplatz gegenüber machen sollen. Ach ja. So. Munition. So wie ich mir das gewünscht habe. Aber hier war noch einer, der hat es nicht rausgeschafft. Ach so.
Okay. Ein bisschen gucken, ob keiner von hinten kommt. Hey, was war hier so? Nicht das große Loot auf jeden Fall. So viel ist schon mal sicher. Na, na, na. Ja, und überall diese gruseligen Säcke. Warum ist auch cool? Und ich finde, es sind verdächtig wenig Zombies und es war nur ein Hund. Das ist eigentlich noch nicht alles. War ich hier auch einfach schon mal? Sieht alles so leer aus. Heißt aber auch, dass es eigentlich nichts mehr zu looten geben müsste. Oh! Oh, shit! Oh. Holy! Oh Mann! Oh, der hat sich echt rangeschlichen. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Oh. Gott, was für ein Schock! Oh. Muss mal mit Pulsmesser spielen. Das ist für euch bestimmt sehr lustig. Ich glaube, ich muss mir einen Tee machen. Puh. Liebe Leute. Okay, das war's auch noch nicht. Ich nehme den mal mit. Oh, du Schande. Oh. Das war kein Hund, war ein normaler Zombie. Nochmal auf den Boden, was hier so liegt. Aber irgendwas stimmt mit diesem Camp nicht. Also irgendwie ist hier einfach nicht genügend Kram. Wenn ich schon mal da gewesen wäre, hätte ich aber vermutlich das Baumaterial weggeschaufelt. Aber es gibt auch keine Munition, um nichts zu geben. Also auch kein nichts, wo welche drin sein könnte. So eine Munitionskiste oder so. Ist alles weg? Ah, es gibt so Solardinger. Da fällt ein Eisen und Forged Iron raus. Okay. Lager mit Knalleffekt. Ja, boah. Ich würde mich jetzt gerne mal umgucken, aber ich kann gerade nicht. Okay, da ist gleich das ganze Ding weg. Der Turm, da war ich noch nicht. Und was mich interessieren würde, ist, der ist ziemlich stabil. Hier gibt's Loot. Es ist eine Falle. Hoffe nicht. Okay. Steel Gloves. Und dann muss ich mal hier ein bisschen scrappen, damit das gleich alles reinpasst. Kommt ihr von außen, dann fliegt ihr eh gleich in die Luft. Shotgun Messiah Kiste! Yay! Nicht nachschlagen, bitte nicht nachschlagen. Okay. Eine Walking Stiff ist da. Ich will nicht, dass du gegen diesen Turm haust. Der gefällt mir nämlich ganz gut. Und wer weiß, wann wir mal spontan einen Turm brauchen. Ja, der Horde ist zwar ein bisschen klein, aber könnte man theoretisch machen.
Was meint ihr? Er ist halt schon sehr klein. Und es ist weit und breit nichts. Also wenn der zusammenbricht, dann kann ich auf das Zelt nebenan sitzen. McFowl hat angeordnet, dass niemand mehr Munition rumliegen lässt. Das ist sicherer. Der stellvertretende Vorsitzende B.E. Statter hat persönlich bei der Umsetzung geholfen. Ja, 4 Pfosten finde ich auch. Ist ein bisschen wenig. Aber man könnte den Turm hier noch ein bisschen pimpen. Nein, eins zu viel. Ein Ding zu viel. Nee. Also. Ach nee, geht. Geht genau rein. Voll gut. Okay. So. Tja, eigentlich wäre das jetzt ein Fall für Baumaterial. Wegschaufeln. Ich habe aber keinen Platz mehr. Also mache ich das, was ich immer mache in solchen Situationen. Ich baue eine Kiste. Die natürlich nicht mehr in meine Tasche passt, aber was soll's. Storage. So. Zack. Und da kommt jetzt der ganze Kram rein, den ich jetzt eh nicht so dringend brauche. Eins, eins, eins. Eins. Müllt am echt so ein bisschen. So, aber die Munition behalte ich. Okay. Das wäre es mal so ungefähr. Die Eier will ich auch. Und dann gehe ich mir mal noch ein bisschen Baumaterial holen. Vielleicht zumindest den guten Stuff. Kann nicht gleich alles sein. Das fällt runter, wenn ich das nicht wegschaufel. Wir können ja irgendwie nächstes Mal, im nächsten Stream, einfach nochmal kurz zur alten Festung fahren und gucken, wie sie dann aussieht. Ob sie weiter mutiert ist oder was das Spiel damit gemacht hat. Geht eh ziemlich schnell mit dem Schaufeln inzwischen. Ist leer. Also das war echt easy going. Bis auf den ein oder anderen Radiator natürlich. So. Aber ein Tool in Dyset. Das Zeltdach ist sicher. Ihr lacht, aber ich habe schon mal eine Nacht auf dem Zeltdach verbracht und ein Zombie kroch um mich. War im Crouch und war ganz still und habe versucht, unauffällig und flach zu machen. Und er hat tatsächlich, also er hat nicht das Dach nicht platt gekriegt, sondern er hat mich tatsächlich nicht mitgekriegt. Das war ganz gut. Oh, ich glaube, hier ist noch Loot versteckt dahinter. Hier ein Köfferchen. Aber das ist schon leer. Ja, ich war hier schon mal. Eindeutig. Aber nächstes Mal weiß ich's, weil dann ist hier schon so viel weggeschaufelt, dass es unübersehbar ist. Und hier ist, glaube ich, auch noch was versteckt. Würde ich sagen. Da muss ich mal mit der Axt ran. Ah, Munition. Was sagt es denn? Dahin. So, was sagt die Uhr? Sagt 18:26. Unter den Bedrolls. Guck mal, hier ist noch so ein. Ah, ja, hier ist noch was. Kann ich gleich scrappen. Aber es lohnt sich wirklich, alles wegzuschaufeln, weil dann sieht man auch besser, hier noch so rumliegt.
Hier sind auch keine Bedrolls mehr. Jetzt kann ich sie natürlich nicht mehr aufheben. War eine dumme Idee. Tatsächlich. Vielen Dank für den Tipp. Voll gut. 19.08 Uhr. Okay, das war's mit den Bedrolls auch. Und damit bin ich, glaube ich, einmal rundherum. Und dann auch vorne am besten wieder rausgehen. Das Problem bei dem Turm ist, glaube ich, dass der... Das hat... Na, 2000. Treppe müsste weg. Der ist halt nicht besonders hoch. So 7000 Hitpoints ist ganz gut, aber... Das ist eher sowas für eine spontane Base als... Also richtig. Ich mache hier mal... Bin ja vergesslich. Und deswegen ist es besser so. So, was nehme ich noch mit? Zack. So, den Rest lasse ich mal hier. Hier gibt es Kartoffeln noch unten. Das ist, glaube ich, so ein Ding mit Polen. Vielleicht werfe ich mal noch einen kleinen Blick in diese Garage. Ja, eigentlich schon ein bisschen spät für noch einen kleinen Blick, aber... Ich habe gerade so eine ganz deutliche Erinnerung an so eine Garage, wo mir wirklich so alles um die Ohren geflogen ist hinterher, wo das Auto explodiert ist und, und. Oh nein. Drin sind nämlich auch Autos, das heißt, oh, verdammt. Ich wusste das. Okay, und jetzt ist es natürlich 21 Uhr. Ach du Schande. Ich glaube, ich laufe nach Hause. Hier ist die Richtung. Ah, das war eine tolle Idee. Das war eine tolle Idee. Okay. Also das mit dem Scope war auf jeden Fall eine tolle Idee. Aber es könnte ja ein Tool and Die Set hier sein. Wo ist mein Motto? Ich fahre mal ein Stück. Geht ein bisschen schneller. Und ist vielleicht schlauer. Dosen scrapen, aber Dosen braucht auch keiner. Rio, was machst du denn mit Dosen? Die braucht man nur ganz am Anfang, wenn man noch keinen Kochtopf hat. Dann braucht man Dosen, aber sonst? Ah. Wäre doch fast noch spannend geworden, so zum Schluss. Ah, das geht. Das geht schon. Gerade so. Famous last words.
Öl und Essen. Hi, Tom. Nochmal Abend. Für Öl. Willst Öl selber machen? Das habe ich ja noch nie gemacht. Öl. Ja, Öl natürlich wahrscheinlich. Key Ingredient for Craft Packet. Na gut, dann mache ich das nicht mehr. Dann das vielleicht. So, das kann ich mal anmachen. Ich kann zwar immer noch nichts damit anfangen, so richtig. Oh, eine Landmine. Bin ich kein Fan von. Den hier will ich nicht behalten. Kann. Ich habe hier unten so die ganzen Crafting-Geschichten. Ich habe total viel Öl übrigens. So. Landfiber schadet auch nicht. Was man nie, was man braucht. Kleber auch gut. Aber ja, Repair Kits könnte ich eigentlich auch nochmal machen. Das ist schon meine zweite. Die hier ist eigentlich nur meine kleine. So, ein bisschen übersichtlicher. Dann von der Stahlammo sammle ich schon ganze Ecke. Das ist nicht die Händlerkiste. Das ist die Händlerkiste. So. Dann Rotting Flesh, Eier, Animal Fat. Wie noch so ein Iron Plating. Einmal Electrical Parts. Wo gehört denn das nochmal rein? Improve your armor. Lass mal sehen, was ich anhabe. Ich habe nämlich Zeug an. Das macht was? Improve your armor rating with its iron plating. Ja, jetzt bin ich hier nochmal. Effect resistance. Dann ziehe ich das wieder an. Und das hat ja ganz ordentlich zumindest hier Cobblestone und ein bisschen Beton gebracht. Ich habe, glaube ich, einfach zu viele Pfeile dabei. Ich habe 143 Iron Arrows und 238 Steel Arrows. Hier habe ich noch so ein Compound Bow. Hier sammelt sich langsam so Gerümpel, habe ich den Eindruck. Ich glaube, ich werde die Steel Arrows mir erstmal für bessere Zeiten aufbewahren. Und mir dafür noch ein paar von diesen Iron Arrows machen. Hier geht. Sollte erstmal reichen. Und der Compound Bow geht in den Verkauf. So. Ich noch mal in den Chat. Ich glaube, auch Öl habe ich echt noch nie Knappheit gehabt, aber ich glaube, es gibt so Spiele, wenn du dann, wenn dir eine Sache fehlt, die findest du nie. Ihr erinnert euch an die Nägel. So. Ich muss irgendwie auf die Reihe kriegen, Munition zu machen. Das ist das eine, wo es hakt. Dafür brauche ich dieses ärgerliche Tool and Die Set. Habe ich im Moment keine Idee, wo ich das herkriege. Also muss ich mir anderweitige Munition besorgen. Das andere ist, ich gucke mal nochmal. Ich habe leider keine neuen Punkte gemacht. Mir fehlt noch so ein klitzekleines bisschen.
Das heißt, das andere, was ich mache, ist ein bisschen mein Haus hier umspiken auf jeden Fall, weil ich habe ja jetzt auch dauernd die Fortschlaufen. Und was ich immer noch nicht habe, ist Eisen. Also 209 ist ja nix quasi. Oh oh, hier blinzelt schon wieder die Wiese durch. Das war aber letztes Mal, glaube ich, auch schon. Hat bis jetzt noch nichts Großartiges gemacht. Dann gucke ich nochmal. Hier ist schon wieder beschädigt. Und ich das schon irgendwo wieder. Hier blinzelt auch die Wiese durch. Leider ist mein Loot nicht nachgewachsen. Das wäre natürlich praktisch. Ach genau, und hier war noch. Ja. Eisen ist natürlich als Wand echt denkbar ungünstig. Ich müsste eigentlich wirklich einmal rundherum die Wand verstärken. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht nur diesen unteren Teil hier verstärke. Aber dann habe ich natürlich dauernd diesen Ärger, dass Leute irgendwie rundherum reindrücken. Das will ich eigentlich auch nicht. Ach so. Und ich hatte ja überlegt, mir einen Keller zu buddeln. Aber es ist eigentlich bei der Länge dieser Tage eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwo einen Keller zu buddeln. Ah. Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich fange mal an mit einfach Spikes außenrum stellen und jetzt muss ich nur mal gucken. Ein bisschen was essen. Wie sieht's denn aus? Was ging rein? Weil dadurch, dass die Tage so kurz sind, wenn ich morgens oder nachts was esse, dann brauche ich mich eigentlich den Rest des Tages nicht mehr darum kümmern. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dafür habe ich dann eigentlich auch immer zu viel dabei, aber man weiß ja nie, wenn ich es nicht nach Hause schaffe und dann ist vielleicht ganz gut. So, Tool and Die Set. Oder Munition. Oder direkt Bullet, wie heißen sie, Tipps. Tag 80, ist noch ein bisschen Zeit. Aber es wäre vielleicht trotzdem mal eine gute Idee zu gucken, was könnte ich denn eigentlich mit der nächsten Horde machen, weil dieser eine Turm ist so ein bisschen sehr lumpig. Die Seite habe ich schon rumgestellt. Aufstellen, das muss ich erst wegkloppen. So. Das hält zwar keine größeren Zombie-Horden auf, aber der Vorteil ist, dass manchmal einfach die Screamer drin sterben. Und das verhindert größere Zombie-Horden. So. Genau. Tut mir übrigens leid, dass ich letztes Wochenende keine Zeit hatte zu streamen. Ich habe Besuch gekriegt und das war alles sehr nett und ich musste Kuchen backen und so Sachen. Aber ich war tatsächlich komplett offline. Muss auch mal sein. Aber nächstes Wochenende, denke ich, ist wieder Zeit. Das heißt, der Stream heute geht weiter dann am Wochenende, vermutlich Samstagabend. Aber wie immer kündige ich das dann entweder vorher über Twitter an. Der Account ist unten verlinkt. Folgt mir da, wenn ihr das rechtzeitig mitkriegen wollt. Oder macht einfach die Benachrichtigung an. Jetzt habe ich das Blatt in der Tasche. Gut, hier waren wir ja auch schon mal. Da war, glaube ich, oben gar nichts. Genau. Und im Bunker waren wir noch nicht. Und ihr wolltet ja alle den Bunker sehen. Dann machen wir den Bunker, würde ich sagen. Oder den Händler checken. Ich war beim Händler, aber der hat, glaube ich, der müsste eigentlich restockt haben. Würde ich eigentlich mal kurz vorbeifahren.
Na gut, ich mache erst den Bunker. Da gibt es aber garantiert kein Tool and Die Set. So, ich muss mal kurz meine Keule reparieren. Meine Waffen nachladen. Das ist noch okay. Ich glaube, da unten muss ich eh erstmal. Ah! Leute, wenn das so weitergeht, dann muss ich noch ein neues Spiel anfangen, bevor das hier zu Ende geht, weil das ja lästig. Ja, auch schon falsche Blöcke sind. So. Ups. Das ist hier echt riskant. Ein bisschen mehr Platz. So, und jetzt ist die Frage, was geht schneller weg? Die Tür hat 7000. Zwei solche Blöcke haben 5, also mache ich die Blöcke weg und lasse die Tür stehen. Der kleine oder der große Bunker, das ist. Ist das der große Bunker? Mehr Eisen, ja. Ja, ich hoffe das. Es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich das habe. Oh ja, ich habe hier tatsächlich sehr viele Grafikfehler. Deswegen, glaube ich, verschiebe ich den Bunker nochmal. Das ist ja richtig blöd. Weil wenn ich das Spiel jetzt neu starte, dann ärgerlich. Wir versuchen es mal. Und ansonsten mache ich einen kleinen Ausflug zum Händler. Dann haben wir vielleicht da Glück und es gibt ein Tool and Die Set. Ja, wo kommen nur diese Grafikfehler her, möchte ich wissen. War das sonst auch nicht? Das ist jetzt natürlich. Echt schwierig. Vielleicht kommen die hier raus, wenn ich hier drauf hau. Na, na, na. Dann guck ich in die Kiste. Okay, geht auch nicht weg, wenn ich einmal durchlaufe. Oh, schön, Munition und ein Rad. Kann ich beides gebrauchen? Weil natürlich auch an den Truck auf jeden Fall 4 Räder dran müssen. Einen Woodframe setzen, sagst du? Dann. Sehr gut, guter Tipp. In dem Sofa. Aber es sind keine Zombies, wie mir scheint. Oder zumindest nicht in diesem Teil. Oh, yay! Noch ein Level 82. Dann fehlen noch 3. Für den Truck. Well. Dann. Ach nee, die ist zu. Das ist darf keine Dosen mehr scrappen. Na gut. Aber der ist wirklich schön, der Bunker. Ganz toll. Mache ich wieder anderes Werkzeug. Ich crouche schon gar nicht mehr. Weil es echt so aussieht, als wären hier nirgendwo. Sind wir hier schon drin? Vielleicht? Nee, ist ja alles wieder zu. Also kann ja nicht sein. Hätte ich mich auch durchklopfen müssen.
Das wäre doch jetzt mal eine Kiste für ein Tool and Die Set gewesen. Ah, der ist offen. Okay, aber dann können wir den zumindest im Schnelldurchlauf machen. Die ist wieder zu. Ja, wir hatten ja neulich mal so ein ganzes Spiel. Also nicht ein ganzes Spiel, sondern nur eine Runde. Oh nein. Wo auch kaum Zombies da waren. Warum auch immer. Das sind, glaube ich, die Duschen. Okay. Acid ist gut. Mehr Acid ist natürlich noch besser. Munition ist sehr gut. Und Wasserkammer. Jetzt gab es hier drüben. Da gilt jetzt, glaube ich, auch wieder. Oh ja, die ist sehr viel einfacher. Ja, mir soll es recht sein, dass hier mal in einem Ding keine Bewohner sind, weil jetzt ist es erst 23:30. Das hätte sehr viel länger gedauert. War nur ein Block, der nur 500 hatte. Oh, ich sehe gerade. Alkan Gajewet, vielen Dank für deinen Follow. Heute funktioniert überhaupt nichts von meinem Stream-Elements. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Okay, hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Nein, nicht nachschlagen. Nein. Da aufhauen besser. Ah, da ist eine Munitionskiste. Das ist gut. Nee. Ufer brauche ich eigentlich nicht. Hidden Stash. Military Leg Arm. Vielleicht. Ja. Mal sehen, was da drin ist. Ah, jetzt. Hier, Stream Elements. Was sieht nach Tool and Die Set aus? Nee, aber immerhin Munition. Das ist auch schon mal sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Da muss ich jetzt natürlich schon reinschauen, wer irgendwie verschwendet sonst. Ja, bei den Kisten hätte jetzt echt was dabei sein können. Da waren ja auch mehrere Working Stiff Kisten dabei. Ja, bei dem Fass dachte ich mir das gerade auch. Und puff. Das wäre so ein netter Tod gewesen. So. Einer noch. Wow, das ist mal munitionsmäßig richtig gut gelaufen. 46-7-62er. Sehr, sehr schön. Ach, noch mal eine Shotgun. Das ich glaube, ich stopfe hier irgendwo mit rein. Ja, die darf ich nicht scrappen. Scrap Schematic. Habe ich denn? Ich habe immer noch diese grünen Turnschuhe an, glaube ich. So, was ist hier noch drin? Nichts. Oder es ist zu Boden gefallen. Ach nee, es war Clay Soil. Ja, dann nichts wie weiter. 13:37, perfekt. So. Ist das jetzt weg? Ja, jetzt ist es weg. Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, jetzt noch zu sagen, einmal kurz zum Händler zu fahren. Es wird ein bisschen knapp zeitlich. Oh, vor allem, weil die Nachbarn noch ein bisschen Party machen wollen. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Klitzekleine Wanderhorde. Und das bei diesem Wetter. Oh, Entschuldigung. Der Arm. Eine nach der anderen. Oh,
gut, dass ich nicht auf einem Server spiele, sonst hätte ich jetzt schon aufs Maul gekriegt. Wie zuerst? Der kommt auch nochmal. Ich glaube, das hat sich gelohnt. 1433. Händler oder Nicht-Händler? Das ist so ein bisschen die Frage. Die Schatzkarte lesen. Ja, könnte ich auch noch machen? Ich glaube, ich loote lieber noch ein bisschen. Achso, ich habe die Taschen voll. Ich bin ja schon zu Hause. Dann gebe ich meinen Kram mal kurz zu Hause ab. So. Mach noch einen kleinen Ausflug zu den Nachbarn. So, ich lege es hier gar nicht groß in die Kiste, weil sonst muss ich es zweimal umsortieren. Das dauert dann alles in allem, glaube ich, doppelt so lang. So. Papier, Dosen tue ich auch hier mit rein. Öl. Ich. Öl, Klamotten. Asset. Munition, das heißt, ich habe hier eine Shotgun, die will ich verkaufen. Die Wrench weiß ich noch nicht, die will ich auch verkaufen. Ich habe eine neue Fire Axe. Hier einmal Shotgun Shells. So, Topf, Wasser, leere Flaschen. Dann einmal Stahl. Lesekram kommt in die nächste. Medic. Das geht auch in den Verkauf. Auf ist hier hinten. Und die zwei Räder kommen hier unten zum Truck. Die behalte ich mal noch. Die packe ich auch mal hier mit rein. Die auch. Okay, die meinetwegen auch. Dann habe ich alles ausgepackt. Gut. 16.13 Uhr. Da können wir doch noch ein bisschen durch die Gegend streunern. Gucken, was es noch so gibt. Und eigentlich würde ich sagen, in erster Linie noch mal ein bisschen die Umgebung mit Zombies und Zombies befreien, weil Punkte. Ich will noch mehr Punkte. Ich glaube, für ein ganzes Military Camp ist es ein bisschen spät. Hier sind Wohnhäuser, in dem war ich schon mal drin. Das war ein größeres Unterfangen. Oh. Ein Feral. Er hat mich nicht gesehen, das können wir ändern. Läuft! Läuft. Wunderbar. Was ist denn hier mit dem Haus? Ich brauche übrigens dringend mehr Federn, weil das ist das Einzige, was mich daran hindert, noch mehr Pfeile zu machen. Da ist sogar auf. Irgendjemand. Ah, das hat sogar einen Keller. Na? Ja, das ist hier so ein... Genau. Guck erstmal, wo hier sonst noch so... Das ist so ein... Man fällt in den Keller, landet in einer Horde Zombies und alles wird ganz lustig plötzlich. Deswegen sind hier auch alle Türen schön offen. Ah. Und es geht aber auch an der Seite rein. Ah. Da kommt schon der erste. Hier. Ein bisschen blöd, hier so durchzugehen. Der Keller ist sicher. Jetzt schon. Ja, vor allem im Keller kann ich halt zumindest nicht weiter einbrechen. Das finde ich schon mal sehr
Sehr sympathisch. Aber es scheint so, als wäre hier außer diesem einen tatsächlich gar nicht so viel geboten. Oh, ich habe versehentlich zwei Schaufeln mitgenommen. Haben wir noch ein bisschen viel vor. Ein Netzwerk, Philipp. Oh, was ist hier noch? Da fehlt schon was. Hier scheint auch nichts versteckt zu sein. Zumindest scheint es mir so. Also ist der Clou tatsächlich dieses in den Keller fallen. Was jetzt natürlich immer noch passieren kann, aber zumindest weiß ich, ich lande nicht direkt auf irgendwelchen Zombies. Nee. Gab es denn noch ein oberes Stockwerk? Ja. Ja. Schnelllaufen hat sich da echt bewährt. Die sind versteckt, man kann sie nicht erkennen. Da ist aber nichts. Aber vielleicht ist der vorher auch schon... Oh, ein Blümchen. Auch schon runtergefallen, das kann natürlich auch sein. Hm. Ja, da war jetzt weniger los als in dieser popligen kleinen Garage vorher. Oh, oh. Gibt es da noch einen Mülleimer? Nee. Jo, ich denke, das war's hier auch. Ist auch 1948, also... Oh. Yay, gerade noch so rausgekommen. Keep out, ja. Ja schon, wo geht's nach Hause? Da geht's lang. Einmal. Sehr schön, das waren jetzt mal ein bisschen mehr. Und jetzt bin ich hinter diesem Funeral Home. Das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr, es ist schon 20 Uhr. Dann bringe ich mal den Kram nach Hause. Bett zerlegen. Oh, tut mir leid, habe ich zu spät gesehen. Naja, problemlos. Droppst mal ein Folikowski. Oh, vielen Dank für dein Follow-Netzwerk, Philipp. Ich habe dich hier doch auch schon öfter gesehen. Freut mich. Ach du Scheiße. Das ist wieder so ein Klassiker, so um kurz vor 9. Mal gucken, was da so rauskommt. Oh nein, die rennt. Oh. Ach je. Ja, die kommt nochmal. 20.55 Uhr, okay. Die ist einfach stehen geblieben. Interessiert die anderen aber nicht die Bohne. Eigentlich wollte ich da auch gar nicht mehr reingehen. Eigentlich hatte ich gerade beschlossen, Mensch, ich gehe nach Hause und buddel mal ein bisschen, aber naja. Hier kurz nochmal gucken, was los ist. Mit dem Tool and Die Set rechne ich hier auf jeden Fall nicht mehr. Oh, Munition! Damit nur noch mehr Munition. Und eins. Und 21:33. Dann werde ich mir das mal verkneifen, das komplett. Das ist ja nämlich schon Grummeln. Die kommen dann rechtzeitig zu 22 Uhr raus. Nee, das muss nicht sein. Türdeko, genau. Ups. Nirax. So. Home sweet home, auch wenn es nicht so super stabil ist. So.
dann sollte ich jetzt noch... So, jetzt muss ich erstmal wieder die Taschen leer werden. Mal leer machen hier. Einmal Farbe. Was war denn das, was so eine hässliche Farbe hatte? Der Clawhammer? Nee, das ist gut, das geht. Der Compound Bow. Braun. Hier muss man raus. Nee. So. Also. Einmal. Hier ist noch ein Schematic. Einmal Kaffee. Acid habe ich mittlerweile in zwei Kisten. Samen packe ich auch hier. Aber es hat sich tatsächlich ein bisschen Munition angesammelt. Das finde ich eigentlich zwar leider auch für Sachen, wo ich... Also ich habe ja keine Magnum bisher. Aber für den Fall, dass ich die eines Tages finde, habe ich schon ein bisschen was. Hier, das Einzige, was gar nicht klappt, sind Bullet-Tipps. Nichts gefunden. So, einmal Supply. Blei. Cobblestone. Bisschen Beton. Hier zum Verkaufen. Die Schaufel kann ich eigentlich auch verscherbeln. Nicht viel dafür. In Office Chair. Ich mach weißen Rock. Da ist so vieles dran falsch. Den kann ich sofort verkaufen. Engtop, ja, das könnte man mal brauchen. Und ich überlege gerade, ob ich denn 25 und 2 und 16, 21. Ich glaube, ich lasse lieber den mal an. Den Office Chair sammle ich da rein. Auch hier. Und die Wrench. Die repariere ich mal hier rein. So. War eigentlich ganz gut ausgerüstet, außer dass ich nicht mehr viel Stahl habe. So. Was ist denn das mit Stahl? Hab doch hier schon so ein Forged Steel. Ja, da bräuchte man ein bisschen mehr Iron, glaube ich. Nee, ich mach mal 4. Iron habe ich auch noch. Und ich habe bestimmt noch Sachen zum Einschmelzen. So. Damit das hier nicht verschwendete Zeit ist. Die Burning Shaft Mod kann ich schon bauen. Das ist eine gute Idee. Ich die schon hier? Was habe ich denn hier? Da fehlt noch irgendwas. Da brauche ich denn da alles dazu? Torch Steel, Glue, Torch, gar nicht so wild. Aber Science Tier 2, da fehlt mir noch ein Punkt. Einen hätte ich nicht. Das. Guck mal, dass ich da auch keinen Blödsinn mache. Ja, Science Tier 2. Doch, das finde ich überzeugend. Gekauft. Jetzt ist das hier. Ach so, dann brauche ich mehr Stahl, 5 Glue und eine Torch. Noch einmal Stahl. Und dann brauche ich die Werkbank. Irgendwas fehlt noch. Die Torch. Ach, habe ich da nicht auch irgendwie welche mitgebracht? Schimmer. Ja. Natürlich braucht man eine Torch. Dafür sage ich auch total einleuchtend. Recipes. Kraft. Danke für den Hinweis. Voll gut. Lone Wolf, du hast echt aufgepasst.
So. Ja, ach, der Old Ordner in Windows. Ich habe mal versucht, auf meinem Testrechner, da ist auch noch so ein Windows drauf, in Windows 8 zu updaten, was jedes Mal scheitert, aber der Old Ordner wird immer größer und immer größer. Das Problem habe ich unter Linux zumindest nicht. Für alle, die es nicht wissen, ich spiele unter Linux, was mit 7 Days richtig gut läuft. So. Modify. Sehr, sehr schön. Oh, wunderbar. Jetzt brauchen wir auch kein Licht mehr. Dann würde ich sagen, ja, würde ich es für heute, glaube ich, auch mal gut sein lassen. Ihr seid zwar noch ziemlich viele, aber ich bin schon ziemlich platt. Muss morgen wieder früh raus. Viele Artikel schreiben, die bis nächste Woche fertig werden müssen, weil am Dienstag geht es auf die Gamescom und da, ja, dann auch ein bisschen hektisch alles. Ich mache deswegen hier jetzt mal Pause, damit das, die wertvolle Zeit nicht verschütt geht. Ich freue mich, dass ihr so viele da wart und dass ihr zugeschaut habt und wiedergekommen sind. Die Horde war ganz witzig, aber ich fand die folgenden Sachen fast noch ein bisschen lustiger. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, guckt mir am Wochenende zu. Ich schätze Samstag. Wer es genau wissen will, folgt mir bei Twitter. Das ist unten verlinkt. Da kündige ich das an. Und wäre schön, wenn ihr mir ein Follow da lasst, um mich zu unterstützen und die Benachrichtigung aktiviert. Dann kriegt ihr das auch mit. Ich lasse immer ein paar Minuten laufen. Und wer die alten Sachen verpasst hat, kann in meinen YouTube-Channel gucken. Der ist noch sehr klein, aber ich wollte da auch mal andere Sachen hochladen. Also guckt mal vorbei, lasst mir ein Abo da. Das wäre schön. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde jetzt mal gucken, ob noch irgendjemand streamt, den wir kennen und mögen, vor allem. Dann können wir da noch vorbeigucken. Ich gucke mal. Ja, bei Schmelzfrosch ist noch was los. Ich würde sagen, das probiere ich mal, den zu raiden. Ich hoffe, ihr kommt alle noch mit. Da freut sich mal sehr, wenn so viele Leute da sind. Genau, das machen wir jetzt. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen und bis zum nächsten Mal. So, einmal auf Raid. Und jetzt ist irgendwo der Raiden. Alle mitkommen! Geht los!